So, das und das. So, hier waren wir. Gegen den muss ich kämpfen. Ja, hier war. Du machst das wieder. Ah, der lebt immer noch. Was ist denn jetzt? Was ist das? Veteran Lichtschwertgriff. Dieser kurzen verkauft werden. Okay. Oh ne. Selten. Ich stehe vor der Imperialen Helm plus 2 Mission, die ich das letzte Mal so gehasst habe, weil ich sie selbst mit deiner Hilfe nicht hinbekommen habe. Okay. Das war die erste Helden plus 2 Mission, die ich nicht mehr gemacht habe. Ja. Habt ihr Zugang zum imperialen Netzwerk erlangt? Haben bereits alles runtergeladen. Wir wollten gerade aufbrechen, als dieses Lazarettschiff landete, um nachzutanken. Eivas und seine Männer haben das Feuer eröffnet. Balmoranischer Abschaum. Mörder. Meine Männer sterben. Jetzt können wir das Medi-Center nicht mehr erreichen. Ihr habt mir ein Riesengeschenk gemacht, Imperialer. Ich wette, ihr habt da tolle Ausrüstung auf diesem Schiff. Gierige Made. Diese Soldaten haben Balmora verteidigt. Ein Arzt ist hier. Er könnte eure Männer am Leben halten. Ihr liebt Ironie einfach, nicht wahr? Hört ihr mich? Die Kämpfe haben die Kolikoiden aufgescheucht. Ganze Wellen sind auf dem Weg zum Stadtrand. Verschwindet von dort oder sie umzingeln euch. Kolikoiden, sie werden uns in Stücke reißen. Männer, jeder ist auf sich allein gestellt. Lauft! Wir können nicht fliehen. Diese Bestien werden uns töten. Ich lasse keine Verwundeten zurück, auch keine Imperialen. Wobei ich natürlich auch nicht unbedingt gefressen werden will. Ich kann diese Soldaten retten, wenn mir jemand die Kolikoiden vom Leib hält. Sorgt ihr für ein medizinisches Wunder? Ich kümmere mich um die Kolikoiden. Möge die Macht mit uns sein. Wenn wir sterben, dann zumindest als Helden. Aber das werden wir nicht, oder? Habt ihr das gehört? Sie sind hier! Was war denn das für ein Assi-Soldat? Rettet um euer Leben, jeder ist auf sich allein gestellt. Alter, an die Wand stellen und... kurzen Prozessraum hier. War der denn auf der bösen Seite oder auf der bösen? Nee, das war einer von der Republik. Dieser Planet ist ab sofort von meiner Urlaubswunschliste gestrichen. Das war ein republikanischer Soldat, der hat keine Hand voll mitgenommen. Jetzt durfte ich kämpfen. Ich habe schon so einige verrückte Sachen gemacht, aber das war die Krönung. Das war heldenhaft. Diese Männer verdanken euch ihr Leben. Genau wie ich. Lauft zur republikanischen Armee über. Helft uns, diesen Krieg zu beenden. Wir werden zur republikanischen Armee überlaufen. Wir helfen euch, diesen Krieg zu beenden. Und ich dachte schon, noch verrückter könnte das hier nicht mehr werden. Mit einem weiteren Transportschiff wäre es einfacher, von hier zu verschwinden. Aber ich habe draußen einen Schlitten gesehen. Leider nur ein Einsitzer. Ich finde schon einen Weg hinaus, Doc. Der Schlitten gehört euch. Danke. Ich schulde euch was. Euer Freund Warren wartet bei diesen Koordinaten. Wir treffen uns dort. Viel Glück. Yo.
Jo, 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 da. Wo muss ich denn hin? Weg von hier auf jeden Fall. Nach da unten. Also dahin. Vor dem Krieg wurden hier die besten Waffen hergestellt. Du kennst dich aus, Kira. Was soll das jetzt heißen? Die Mönche vor dem Krieg wurden hier die besten Waffen hergestellt. Die kennt sich ja aus. Rein da. Das wurde in dem Raumschiff-Dialog gesagt. Das hat die bei mir gerade hier gesagt, nachdem ich mich zu einem anderen Platz tippiert habe. Ja klar, aber das wurde auch dort gesagt. Da habe ich nicht zugehört. Ich bin beeindruckt von eurem Einsatz, um Leben zu retten. Einen Imperialen zu überreden, sich im eigenen Revier zu ergeben? Das ist was für die Archive. Wir geben ein ziemlich gutes Team ab. Das sollten wir öfter machen. Nein. Nein. Wir geben kein gutes Team ab. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Was ist der nächste Schritt? Das ist Nicolas Cord, einer der obersten Anführer des Widerstands. Er hat die Daten analysiert, die wir von Sobrek erhalten haben. Er hat eine Spur entdeckt. Eine Spionin von uns wurde vor einigen Wochen bei dem Versuch gefasst, etwas zu stehlen, bei dem es sich um das Tarnprojekt des Imperiums handeln könnte. Die Daten zeigen, wo sie festgehalten wird. Klingt nach jemandem, mit dem wir reden sollten. Wie befreien wir sie? Wir glauben, dass sie sich in der imperialen taktischen Operationsbasis befindet. Schwer befestigt und von einem Regiment Truppen beschützt. Und hier komme ich ins Spiel. Colonel Finley befehligt die 5. Expeditionstruppe der Republik. Er hat sich bereit erklärt, unsere Operation zu unterstützen. Das Problem ist, wenn die Besatzung der Operationsbasis meine Truppen anrücken sieht, fahren sie die Schutzschilde hoch und dann gibt es keinen Weg hinein. Wenn der Feind die Basis abschottet, verlieren wir unsere einzige Verbindung zum Tarnprototyp. Einer von euch Jedi könnte hineinschleichen und die Schutzschilde deaktivieren, bevor wir uns nähern. Dann würde die Basis uns gehören. Wir müssten das imperiale Regiment ablenken, einen Durchgang schaffen. Meine Truppen sorgen für allerhand Ablenkung. Der Widerstand muss auch dabei sein. Unsere Spionin wird ohne mich nicht reden. Ich werde den Widerstand eskortieren. Also müsst ihr in die Basis eindringen und die Schutzschilde deaktivieren, bevor wir ankommen. Macht eure Truppen bereit, Colonel. Wir brechen sofort auf. Ich kann eine enthusiastische Antwort garantieren. Ich bereite meine Truppen zum Abmarsch vor. Dieser Widerstandsanführer. Wir sollten ihn im Auge behalten. Seine Spionin ist der Schlüssel zu unserem Sieg. Und das weiß er. Begebt euch in den imperialen Stützpunkt und deaktiviert diese Schutzschilde. Wir warten auf euer Signal. Oh, ich habe dunkle Seitepunkte erhalten. Warum das wohl? Und nochmal helle Seitepunkte. Oh, guter Ausgleich. Warum hast du dunkle Seitepunkte? Punkte bekommen. Ich habe irgendeine Antwort gewählt. Es war nicht die erste, sondern die zweite Antwort. Da habe ich auf immer dunkle Seitepunkte bekommen. Also, soll mir ja recht sein. Was soll mir coole Antwort? Ich glaube nicht. Ich höre da nur noch selten zu. Die Dialoge sind manchmal so lang, das ist langweilig. Wenn wir aber die Energie... anscheinend ist eure Verstärkung eingetroffen. Jedi, ich bin geehrt, dass ihr euch unserer Sache annehmt. Ich heiße Beg Talroth und das hier ist Colonel Marek. Wir heißen jeden willkommen, der für ein freies Balmorra kämpfen will. Ich habe Verstärkung angefordert, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf die Stadt Sobrek gelenkt haben. Sie ist zurzeit das imperiale Hauptquartier hier. Was ist mit den Bewohnern von Sobrek? Das Imperium hat alles, was balmoranisch ist, zerstört und die ganze Stadt mit seinen verdammten roten Bannern überzogen. Colonel Marek
ist der höchst dekorierte Offizier in der Valmoranischen Miliz und unser Mann im Imperium. Unsere beste Möglichkeit, Zobrik einzunehmen, ist ein Luftangriff. Wir müssen im Raumhafen landen und sie überraschen. Unser Transportschiff ist ein altes republikanisches Modell. Es fasst genug Männer, um das Imperium herauszufordern. Aber der Raumhafenschild deaktiviert alle nicht-imperialen Schiffe und es ist niemandem gelungen, ihn abzuschalten. Valmora ist kein sicherer Ort. Wenn man willkommen ist, dann schon. Wenn nicht, aber ihr seht ja, warum alle um den Planeten kämpfen. Wir sind glücklicherweise an den Droider des Roptor gelangt. Ein Waffenprototyp, mit dem man den Schild von Zobrik durchbrechen könnte. Das Imperium hat Notsicherungen eingebaut und der Droider des Roptor wird nur ein paar Minuten lang funktionieren. Zum Glück reicht uns das. Aber um die Waffe zu aktivieren, braucht man ungefähr so viel Energie wie für den Start eines Sternenzerstörers. Und die haben wir nicht. Der einzige Ort, wo es so viel Energie gibt, ist das Energiegitter von Zobrik. Mehr Generatoren findet man sonst nirgends auf Valmora. Ein Generator ist doch wie jeder andere, oder? Das Imperium erwartet einen Angriff und hat voll bewaffnete Garnisonen bei jedem Generator stationiert. Wenn ihr an ihnen vorbeikommt und Energie von den Generatoren abzweigen könnt, aktivieren wir den Droider-Disruptor und brechen durch den Schild von Zobrik. Macht eure Leute bereit. Ich beschaffe euch die Energie, die ihr braucht. Ich überwache von hier das Energiegitter und kontaktiere euch, wenn alles bereit ist. Viel Glück. Schon vorbei? Ich war noch nicht fertig mit Handylunzen. Ich hab schon wieder eine Nachricht. Och komm, der gibt's im Briefkasten. Ne? Natürlich gibt's hier keinen. Schön. Weil ich schlachte vor der Tür tausende Imperiale ab und dann soll ich sie heilen? Ja. Hier gibt ja mal wieder sehr viel Sinn. Du bist halt Jedi jetzt. Hier hättest du sie tot liegen lassen können oder verletzt. Ich korrigiere mich. Ich kill keine von der Tür. Kira killt sie alle. Weit weg. Wow. Okay. Ich muss dann da hoch. Es war mir eine Freude, Ihnen zu sehen. Es ist ein Schiff mit zwei mit einer Doppelklinge Lila. Geil. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Keine Sorge. 10 muss ich helfen. Stecker. Hier hinten ist der lila Puppe. Ja, du wolltest mich angreifen, jetzt bist du tot, hast du Pech. Hättest mich mal in Ruhe gelassen. Du.
das überhaupt noch richtig? Ha. Was denkst du mich? Alter! Verteidigungswert minus, aber Angriffskraft plus. Auralverjüngung. Die Rüstung geht ein bisschen runter. Aber wird gewechselt. So. Energiekonsole. Wo ist die? Ach, im Arsch der Welt. Fahrstuhl runter. Sende bla bla das Signal. Hat das irgendeine Star Wars Bedeutung? Warum genau gerade Hangar 61? Keine Ahnung. Hey, wie komme ich denn jetzt da hoch? Och, lass mich doch in Ruhe! Nö, geht weg! Ich bin Jedi, ich hab recht, lass mich in Ruhe, tschüss! Ne, Kira macht das schon. Wie komm ich da hoch? Ja, bestimmt von da hinten, ne? Na, wer sagt's denn? Och Mann, der will nicht sterben. Mir kommt es vor wie 20 Uhr, ey. Das ist ja mal sowas von schlimm. Post, Briefkasten hier. Ian Sarkus, wie versprochen. Kühnheitsstimme. Okay. Wieder was zu verkaufen. Schlechte Neuigkeiten. Das Imperium hat soeben schwere Kriegsdroiden im Gebiet abgesetzt. Killer-Droiden. Die Droiden patrouillieren den Bereich, der zwischen euch und dem Ziel liegt. Wenn sie euch bemerken, werden sie Alarm auslösen. Oh.
Wir können nicht riskieren, dass die Schutzschilde hochfahren, bevor ihr dort seid. Ihr müsst diese Kriegsdroiden schleunigst ausschalten. Warum schießen bei dir geschrottete imperiale Kriegsdroiden? Kommt sofort. Ich übermittle euch die aktuellsten Aufklärungsdaten über die Positionen der Kriegsdroiden. Schaltet sie aus und dringt dann in den imperialen Stützpunkt ein. Hier wird es wirklich nie langweilig. Wir sollten öfters Kriegsgebiete besuchen. Gerne. Hier sind eure Daten. Seid vorsichtig. Over und Ende. Gerne, gerne, Kira. Ich muss ja eh da runter, oder? Ah, nee, nicht ganz. Gestern musste ich ein paar Mandalorianer bekämpfen. Mandalorianer? Hier! Legt euch am besten einen Blaster zu. Wir haben gesehen, das wird sich noch nicht so bald ändern. So, vermisse schon wieder mein Anhängsel. Mann, wenn man der einmal zu viel Freiraum lässt. Ja. Ich dachte, da ein komischer Zwerg war. Eigentlich ist Kira ja ganz brav. Also, sie hat sie irgendwo verkaufen oder ist krepiert. Nee. Das ist ja schon mal jetzt ein Kleinkind. Hä? Da. Muss ich denn jetzt hin? Boah, bist du aber gar nicht umgeladen. Oder? Ich müsste tatsächlich mal ganz kurz. Nee. So. Fahr ich richtig? Das zeigt sich, wenn aufgedeckt wurde. Ich fahr richtig. Tatsächlich mal gucken. Kira steht noch auf Heilen. Deswegen dauern die Kämpfe so lange. Wie wär's, wenn du mal was machst? Vorsicht, es ist ein weiter Weg bis. Ich hab lang genug was gemacht. So etwas wie Geländer scheinen sie auf Balmorra nicht zu kennen. Stimmt, kann man hier runterspringen? Oh. Ist wieder eine schicke Tänzerin. Ich müsste bis da runter. Oder muss ich doch rüber? Egal. Komm ich von der Seite da ran? Dann kann ich mir das Kämpfen sparen. So. Jo. Warum? Und ein Lootkistchen. Wenn ich das schon wieder sehe. Ach man, warum sind die ganzen Tänzerinnen nur scheiß Hologramms? Hologramm. Na. Dahin muss ich. Ich muss also doch bis ganz runter. Kann ich den anspringen? Den kann ich anspringen. Yeah. Ich
Ja. Hier da drunter ist das Teil. Nee. Darf ich die Überwachung? Wo ist... Zerstöre die imperialen Eroberungsdroiden. Ach, okay. Hätte ich doch von oben runter rennen können. Ist ja so eine Liederne. Okay. Ich habe abgekürzt, ich bin anstatt den ganzen Weg runter zu rennen, runtergesprungen. Hilf mir nicht weiter, dann geht die Energiekopplungskonsole. Und lass mich raten, die sitzt ganz unten. Ja, nee, warte, hä? Das war was anderes. Taktische Vorteile, ich muss doch ganz runter. Na dann. Ich muss ich jetzt hier doch irgendwen killen? Stelle ist ja einfach mal sagen, wo ich hin muss. Nach links, dann nach rechts, dann hoch und dann runter. Nach links und nach rechts ist so richtig. Mal anfangen. Muss aber gerade irgendwelche. Irgendeinen Code finden. Ich glaube, Raumhafen zum Beispiel. Von wem? Okay. Okay. Irgendwie auch nicht. Ah, doch. Ecke des Verteidigungsstation. Wörtlich zu von mir? Schalte den sekundären Schutzschild aus. Mach mal. Lauf ich überhaupt richtig? Ich bin schon vorbeigerannt. Ja. Kann man mal machen. Das war's.
dran jetzt. Kann man mal machen. Alter. Dann wollen wir mal gegen diesen riesen Mandalorianer kämpfen. Diese Türen! Warren, ich habe die Schutzschilde des Stützpunkts deaktiviert. Er steht euch offen. Türen? Wir sind beinahe da, aber Colonel Finley ortet einen Energieanstieg im Reaktor des Stützpunkts. Es scheint, dass der Stützpunktkommandant eine Selbstzerstörungssequenz initiiert hat. Euch bleibt nicht viel Zeit, sie zu stoppen. Schaltet dort drinnen so schnell es geht alle Sicherheitskonsolen aus. Beeilung! Ich hab grad mal verglichen, Rüstungswerte. Selbstzerstörung abgebrochen. Die Basis gehört uns, Warren. Schick die Truppen rein. Da lang. Doc, was macht ihr denn hier? Ich bin hier, um euch zu retten, Schätzchen. Wo sollte ich denn sonst sein? Die Imperialen waren sicher nicht allzu nett zu eurer Freundin. Schaut sie euch besser an. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Mardell. Sie ist gesund wie eh und je. Ihre Werte könnten nicht besser sein. Dann bin ich erleichtert. Mardell, was habt ihr über die imperiale Tarnvorrichtung erfahren? Imperiale Wissenschaftler haben Balmorra mit dem Prototyp verlassen, als die Republik eingefallen ist. Er ist schon lange fort. Mardell,
Ich spüre einen großen Konflikt in euch. Ich weiß, dass ihr lügt. Wovor fürchtet ihr euch? Immer langsam. Sie ist eine von uns. Warren würde sie nicht als Lügnerin bezeichnen, wenn er sich unsicher wäre. Die Wahrheit wird ohnehin ans Licht kommen. Wollt ihr sie nicht lieber selbst enthüllen? Wenn Nikolan die Wahrheit hört, will er mich sicher umbringen. Versprecht mir, dass ihr ihn davon abhaltet. Niemand wird euch verletzen. Erzählt uns alles. Ganz ruhig. Worum es auch geht, wir finden eine Lösung. Das Imperium hat mir ein Geschäft vorgeschlagen. Entweder kooperieren oder einen qualvollen Tod sterben. Ich habe ihnen alles über den Widerstand erzählt. Namen, Standorte, Pläne. Ich wusste es. Das Imperium hat unsere Leute abgeschlachtet, weil du uns verraten hast. Gebt ihnen etwas, was sie gebrauchen können. Erzählt ihnen von der Tarnvorrichtung. Das Imperium erforscht sie in der balmoranischen Waffenfabrik. Sie ist dort, ich schwöre. Warum habt ihr bis jetzt gelogen? Warum habt ihr uns nicht gesagt, wo wir hin müssen? Ich hatte Angst, dass ihr dort herausfinden würdet, was ich getan habe. Du kennst den Preis des Verrats. Wartet. Sie hat Informationen über den Feind. Sie könnte noch wertvoll sein. Komm ich da denn hin? Colonel Finley benötigt Informationen über das Imperium. Ihr arbeitet ab sofort für ihn. Es tut mir leid, Nikolan. Ich hatte keine Wahl. Eigentlich bist du auf so eine riesengroße Brücke raufgekommen. Moment. Der Widerstand wird diese Beleidigung nicht vergessen. Und ich werde das auch nicht vergessen. Danke, dass ihr sie gerettet habt. Ich schulde euch was. Die balmoranische Waffenfabrik ist die größte Festung des Imperiums. Diesen Stützpunkt hier zu überfallen war nicht schwer. Aber das hier ist etwas ganz anderes. Ich kenne diesen Ort wie meine Westentasche. Falls ihr einen Schleichweg durch diese Rancor-Höhle sucht, bin ich euer Mann. Willkommen im Team, Doc. Ich gebe mein Bestes, damit ihr am Leben bleibt. Falls die Imperialen mit Granaten angreifen, könnt ihr Doc nach ihnen werfen. Colonel Finley und ich werden eine volle Offensive gegen das Imperium koordinieren. Wir bahnen euch den Weg zur balmoranischen Waffenfabrik. Der Rest ist eure Sache. Ihr müsst um jeden Preis diesen Tarnprototyp an euch bringen. Möge die Macht mit euch sein. So, was wolltest du jetzt? Ich muss in irgendein so einem grauen hinterlegten Gebiet rein. Da führt eine gestrichelte Linie hin, aber das ist eine Brücke. Welche Quest? Wie komme ich? Beide. Taktische Vorteile und richtige Identifikation führen beide dahin. Meine heißen gerade Kriegsbeute und Schilderschütterung. Ich glaube, du bist schon weiter als ich. Ja, oder hinter dir. Ich habe mich ja ewig lange aufgehalten mit dieser einen Nebenquest. Ich wüsste jetzt nicht, aber vor allem, ja, nicht, was du meinst. Boah. Muss ich mal schauen. Ich kann nicht rüberspringen, das ist doch viel zu weit. Wie komme ich da hin? Was ist das denn alles? Okay. Alter, mein Inventar läuft gerade über. Hier ist wieder so eine Lichtschwertverbesserung. Das bleibt, das wird aufgehoben dieses Mal. Das verkaufe ich nicht mehr. Vermächtnis gebunden am Ohr. Ausdauer und Präzision geht flöten. Angriff wird verstärkt, kritischer Treffer. Was ist das denn? Mit dieser Armierung kannst du deine Ausrüstung verbessern. Ach so. Nee, da komm ich auch nicht lang. Ach Gott, ich hab grad so viel Crap bekommen. Ich weiß nicht, wohin damit. Hier sind Fahrstühle, sagt mir das doch einer. Da sind Fahrstühle. Ah, ah.
Oh, du hast gerade gesagt, man soll es dir sagen, dass der Fahrstuhl ist. Ich hab's dir gerade gesagt. begib dich zum Imperialen Waffenforschungslabor. Ich muss hier raus und kämpfen. Kann ich nicht ein bisschen tricksen? Und ich gehe dort hin und vermeide das Kämpfen. Ich muss mein Inventar wieder leer machen. Boah, ich freue mich schon wieder an. Ich aufgehört habe, ein schönes Abendessen und dann wird wieder Valhalla gezockt. Schön, schön. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Das weg. Okay, ich habe jetzt 974.000. Ich mache das Geld einzig und allein wirklich nur mit den Sachen, die meine Leute beim Looten kriegen, aber ihrem Beruf. Dann. Warte mal, bist du das, Sorg? Ich stehe gerade hier irgendwo in der Base. Ja, du bist das und das war meine Frage, wie ich hier hochkomme. Alter, ist eine Brücke. Woher soll ich das wissen, dass du das meinst? Aber Frage beantwortet und ich bin nicht weiter. Ich habe dir ja gesagt, dass da Fahrstühle sind, nachdem du gesagt hast, man soll es dir sagen. Ja, wann willst du bitte aufhören, um noch Valhalla spielen zu können? Also ich kann Valhalla spielen, wann ich so lange wie ich will und ich kann starten, wann ich will. Ich habe das eine Mal, wo es meinem Sohn dreckig ging, also am Sonntag, ne, von Sonntag zu Montag, habe ich von 21 bis früh um 1 Uhr Valhalla gezockt. Ich bin einfach nicht mehr losgekommen von dem Spiel. Und ich bin jetzt in England und ich habe dort noch nicht einmal mit der Hauptquest angefangen. Ich bin dort einfach wirklich nur an Sachen suchen, Rätsel lösen und. Es wird mal Zeit, dass ich mit der Hauptquest anfange. So, irgendwo hier ist dann ein Loch da hinten. Oder auch nicht, hier wird einfach nur der Weg nicht angezeigt. Schön. Ja, das kenne ich auch irgendwo. Ja. Zerstöre die imperialen Eroberungsruinen. Was für Eroberungsruinen? Große Dinger da. Große dreibeinige Dinger. Ja, die luschigen Dinger da. Und dann darfst du einmal bis ganz nach unten gehen, da geht die Quest weiter. Ich bin schon runter, ich bin einfach runtergesprungen. Oh, da ist eine Kiste. Ich bin hier irgendwie voll viele von diesen Kisten. Da hätte ich einen Gokkin auch schon mehr nach. Ich habe hier eine gefunden, das reicht mir. Der Quark, der da drin war, war Level 30er Zeug. Also, bah. Nee. Apropos, mein Gewitter ist auch schon wieder am Explodieren. Müssen wir denn jetzt hin? Alter, wie weit muss ich denn noch fahren? Da war mein Hörnchen. Irgendwie kommt mir die Ecke hier bekannt vor. Ich glaube, die habe ich vorhin auf der Internetseite gesehen wegen dem Datacron. Aber nö. Didit,
Anhalt, kämpfen. Wir können es aber auch nicht lassen. Oh Leute, das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe diesen hässlichen Typen jetzt dabei. Nee, du bleibst auf Heilung, denn... Nee, du hast eine Lobob-Waffe. Oh, ich hoffe... Dein Gefährte... Ach du Scheiße, ich hab den nächsten Typ hier. Na dann... Sag mal, du hast nur Blaster. Oh Gott, ey, bis ich wieder neuen Blaster bekomme. Kann ich den wegschicken? Jetzt schon? Das geht geil. Palim, Palim, N. C2. Komm mal zu mir, ich brauche deinen Blaster. Danke. Wie geht's? So, Type, jetzt gibst du mir deinen Blaster. Was? Du kannst die Ausrüstung dieses Gefährten nicht modifizieren. Der bleibt ja auch nicht dein Gefährte, den hast du nur mal kurzzeitig. Sag das nicht. Bis dann. Außerdem, einen Doktor würde ich auch heilen lassen, das ist halt sein Job. Der soll trotzdem eine bessere Waffe haben, weil er dennoch schießen tut und aktiv ist. Mit seiner Lobob-Waffe kannst du vergessen. Na dann. Wo müssen wir hin? Wir müssen dadurch. Killer's Life. Map weg. Na, das sind aber mal riesen Analstöpsel, die hier rumliegen. Ja. Okay. Das war seltsam. Der Turbolift ist gesperrt. Aber keine Sorge. Imperiale Sicherheitscodes zu hacken ist ein Hobby von mir.
Gib mir 2 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Jemand kommt mit dem Turbolift runter. Ja, reitet, das waren 4 Sekunden, keine 2 Sekunden. Stark. Ich dachte schon, die Imperialen hätten dich erwischt. Gleichfalls, Remy. Wie geht's, alter Kumpel? Wie immer. Ich tue so, als würde ich mit den Imperialen kooperieren. Und hintergehe sie, so oft ich kann. Wir sind hier, um das Imperium zu schlagen. Könnt ihr uns in die oberen Ebenen bringen? Klar. Die Imperialen haben mich bei der Müllverwertung eingesetzt. Ich habe eine Datenkarte, mit der ich reinkomme. Sie gehört euch? Das Problem ist, da stehen alle paar Meter Wachen. Deshalb reise ich mit einem Jedi, Remy. Hä? Lol, okay, Darko ist raus. Tut mir leid, das Wiedersehen zu verkürzen. Wir haben einen langen Kampf vor uns. Und ich habe endlich einen Weg hier raus. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Doc. Gott, die Meldung kommt, Darko ist online. Hier ist Steven. Es gibt ein neues Problem. Der Widerstand hat erfahren, dass die Imperialen an Waffen mit Tarntechnologie forschen. Stellt euch das Chaos vor, wenn der Feind seine Raketen und Bomben tarnen könnte. Das Imperium würde uns vernichten. Ihr müsst alle imperialen Forschungsergebnisse über dieses Projekt sicherstellen und zu uns bringen. Es muss da oben irgendwo ein Computernetzwerk geben. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Tut alles, was in eurer Macht steht. Finley, Ende. Dann bin ich wieder. Ja, was war los? Internetanbieter hat keinen Bock mehr. Scheiß Anbieter. Alles allein seid. Hat ihr aber echt. Da, aber gut, ich mach jetzt hier sowieso erstmal 5 Minuten Päuschen. 3 Stunden sind rum. Rockstar, Dancer, Till.